Guten Abend, willkommen zur Hessenschau. Wir sortieren diesen Nachrichtentag jetzt für Sie, aber nicht nur das. Wir kümmern uns auch ums Wegwerfen. Der Müll von uns allen nimmt immer mehr zu. Wir suchen da gleich nach Lösungen. Und die gibt's auch für die ausgemisteten Weihnachtsbäume. Wer die holt, wenn die freiwillige Feuerwehr wegen Corona jetzt nicht mehr kommt, das klären wir gleich. Aber erstmal zu dem Thema dieser Tage, dem Impfen. Könnte es sein, dass Senioren, die auf dem Land wohnen, es schwerer haben werden, eine Impfung zu bekommen als Stadtmenschen? Diese Frage drängt sich auf, denn am 19. Januar sollen erstmal nur Impfzentren in einigen Großstädten öffnen, wie das hier zum Beispiel in der Frankfurter Festhalle. Dabei wären auch die kleineren Impfzentren durchaus bereit. In Gelnhausen üben sie schon. Wie läuft das Impfzentrum am besten, wenn Bürger mit ihrem Terminzettel kommen und sich hier impfen lassen wollen? Anmeldung, Beratung beim Arzt, Impfung. Wo fallen Fehler auf? Wo sind Knackpunkte? Wir sind bereit, sagt der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, aber das Land lässt uns nicht mitstarten. Am 19. Januar sollen nur große Zentren beginnen. Für Ältere seien es doch viel zu weite Wege. Den sagen wir künftig, also du musst noch an dem startklaren Impfzentrum Gelnhausen, das jetzt noch geschlossen ist, vorbeifahren. Du musst weiter an Hanau sogar noch vorbeifahren und musst dann in Richtung Frankfurt dich aufmachen, um dir die notwendige Impfung einfach auch abzuholen. Ich glaube, der andere Weg wäre der richtige, vor Ort kleine Wege einfach auch zu wählen, in der Region tatsächlich zu impfen. So erreichen wir die Menschen vor allem auch in den Köpfen. Das ärgere nicht nur ihn, sondern alle anderen Kreise. Und das haben sie der Landesregierung auch geschrieben. Die 28 Zentren seien quer über Hessen schon seit Mitte Dezember fertig. Nun will das Land aber nur mit diesen 6 regionalen großen Zentren beginnen. Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Der Wunsch der Kreise sei verständlich, entgegnet das zuständige Innenministerium auf unsere Anfrage schriftlich. Doch es gäbe noch Probleme. Bisher wurde seitens des Bundes leider noch nicht ausreichend Impfstoff geliefert, damit die Bürgerinnen und Bürger ab 80 Jahren in allen Impfzentren ihre Schutzimpfung erhalten können. Ab welcher Menge Impfstoff die anderen Zentren aufmachen sollen, werde vom Land nicht erklärt, moniert der Kreis. Dabei könne man überall mit einer kleinen Anzahl Dosen beginnen, um mehr Menschen auf Impfungen aufmerksam zu machen. Wir könnten mit Dosen von 50 pro Tag bis 900 pro Tag dieses Impfzentrum betreiben, dann gegebenenfalls auch mit geringeren Öffnungszeiten. Aber das wäre für den organisatorischen Ablauf an sich kein Problem. 44.000 über 80-Jährige in Heimen und medizinisches Personal sind in Hessen geimpft worden. Warum jetzt für Ältere daheim erstmal mit den großen Zentren beginnen? Wie in Frankfurt, fragt auch die SPD. Die Impfstrategie Hessens sei nicht durchdacht. Meines Erachtens ist auch viel zu spät aufs Impfen vorbereitet worden. Ich hätte mir gewünscht, dass es frühzeitig erfolgt, auch frühzeitig alle angeschrieben werden. Das machen sie ja jetzt erst, dass sie die über 80-Jährigen anschreiben, um ihnen überhaupt zu sagen, wo sie anrufen müssen. Da werde es noch einige Schwierigkeiten geben. Die Kreise sind sich sicher. Vor Ort mit kurzen Wegen wäre vieles besser zu handeln. Ja, Corona verändert vieles, auch unseren Ressourcenverbrauch. Um 11% hat der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr abgenommen in Europa, unter anderem, weil wir weniger geflogen sind alle zusammen. Etwas anderes nimmt aber zu, man merkt's, wenn man den Müll rausbringen will und die Tonne so voll ist, dass nichts mehr reinpasst. Wir haben uns deshalb mal genauer angeschaut, wo der Corona-Müll genau herkommt und auch wo er hinkommt. Was der Frankfurter so wegschmeißt, kommt hier an, beim städtischen Entsorgungsbetrieb FES. Durch Corona gibt es mehr Müll und in den öffentlichen Papierkörben landet, was gar nicht hineingehört. Styropor gehört eigentlich in eine gelbe Tonne, kann man machen, aber na gut. Und manchmal will man gar nicht wissen, was in den Beuteln drin ist, das sage ich Ihnen. Ja. Ist so eklig, ehrlich. Rund 6% mehr Glas landet seit Corona in den Containern. Und auch der Verpackungsmüll hat zugenommen, ebenfalls um rund 6%. Das hat der Bundesverband der Entsorgungswirtschaft BDE mitgeteilt. Die Menschen essen zu Hause statt im Restaurant. Wir stellen fest, dass in bestimmten Bereichen sich einfach Müllmengen verlagert haben. Also sprich aus der Gastronomie heraus, durch die ganzen To-Go-Verpackungen.
oder im Bereich des Altglases in den Privatbereich. Und wir stellen aber gleichzeitig fest, dass die Mengen insgesamt zugenommen haben. Also wird sicher an der einen oder anderen Stelle ein Gläschen Wein mehr getrunken. Mehr Müll? Spürbar. Allerdings, alleine die Bestellungen, die Kontakt zu den Menschen vermeiden. Ich habe 3 Jungs, Alleinzieher, und jeden Tag kochen. Wir haben noch nie viel gekauft mit diesen Plastikverpackungen. Ich kaufe mein Obst und so, alles frisch. Ich kaufe hin und wieder mehr Essen ein zum Mitnehmen. Das stimmt schon, ja. Und mehr Müll wird einfach wild stehen und liegen gelassen. Kein Respekt für die kürzlich noch als Helden gefeierten Fachkräfte. Es ist sehr schade und sehr traurig, dass es so gekommen ist. Dass eine Krankheit, die am Anfang des Jahres erst noch die Helden des Alltags feiert und jetzt wieder im Endeffekt denkt, ach, die machen das schon. Die Gastwirte sind im Zwiespalt. Essen to go bringt wenigstens etwas Umsatz, aber eben auch mehr Müll. Wie es anders geht, erprobt man hier im Frankfurter Buchwald. Der Wirt verwendet möglichst umweltfreundliche Verpackungen aus Zuckerrohr. Kommt an bei den Gästen. Die wissen es zu schätzen. Ich meine, wir müssen es natürlich aktiv auch erwähnen, dass es Rohrzucker ist. Das könnt ihr nach dem Essen in die Biotonne schmeißen. Und die sind eigentlich sehr erfreut. Die sagen, super Idee, toll, dass ihr das macht. Noch scheitert Umweltschutz an Centbeträgen. Der Verpackungshändler Klarpack aus Hofheim verkauft abbaubare Kaffeebecher. Mehrpreis 2 bis 3 Cent. Aber viele Kunden, also sprich in Verkehrbringer wie Bäckereien, Gastronomien, sind aber immer noch nicht bereit, diese Mehrkosten zu tragen. Aber 2 Cent, wie erklären sich das? Ich glaube, der Kostendruck ist heutzutage extrem hoch und auch die Gewinnmaximierung. Das könnte Corona in Zukunft eher noch verschärfen. Ja, und ich stelle mir noch die Frage, wer wirft eigentlich diese Becher, die man ja kompostieren könnte, wirklich in Kompostmüll? Was sagt die Nachhaltigkeitsexpertin? Ich würde sagen, du machst es doch bestimmt zu Hause, oder? Du bist doch bestimmt Vorbild. Da musst du was dran ändern. Aber es werden noch andere Ressourcen jetzt, und zwar ganz, ganz wichtige, effizienter genutzt. In Hessen dürfen ab heute 6 statt nur 5 Impfdosen aus einer Ampulle von BioNTech gezogen werden. Auch dazu hast du mehr. Genau, bisher musste der Rest, der in der Ampulle zurückbleibt, weggeschmissen werden. Jetzt darf er verimpft werden. Das hat das hessische Innenministerium heute den Landkreisen und kreisfreien Städten mitgeteilt. Hessen folgt damit einer Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums. Und wir gucken auf die neuen Corona-Zahlen vom Robert-Koch-Institut. In Hessen sind binnen 24 Stunden 2084 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Im selben Zeitraum sind 67 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Werte sind aber wegen der Feiertage mit Vorsicht zu sehen. Klarheit über das Infektionsgeschehen soll es laut RKI frühestens ab dem 17. Januar geben. Ein Judo-Lehrer aus dem Rhein-Main-Gebiet hat 20 Jahre lang immer wieder Mädchen missbraucht, die er trainiert hat. Heute wurde er vom Landgericht Frankfurt dafür verurteilt. Sven G. muss eine Haftstrafe von 8,5 Jahren verbüßen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er 10 Mädchen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren teils schwer sexuell missbrauchte. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten neben einer Gefängnisstrafe auch Sicherheitsverwahrung gefordert. Meine Mandantin war eine der jungen Mädchen, die in der Sauna missbraucht worden sind. Und sie hat natürlich, wie alle anderen auch, immer noch an den Folgen der Tat zu knapsen. Das heißt, sie hat immer noch Probleme, mit Beziehungen einzugehen, Vertrauen aufzubauen. Und das ist der Punkt, dass hier eben 10 Leben von jungen Frauen dauerhaft gestört oder manchmal sogar zerstört worden sind. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob sie in Revision geht, um die Sicherheitsverwahrung vielleicht doch noch durchsetzen zu können. Der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Horst Klee ist wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss gut 20.000 Euro zahlen. Klee hatte auf Kosten des Hessischen Landtags 2 Mitarbeiter beschäftigt, die nicht für ihn, sondern für die Wiesbadener CDU arbeiteten. Er war von 1993 bis 2019 Abgeordneter im Hessischen Landtag und 3 Legislaturperioden Alterspräsident. Beschäftigte vom WISAG Bodenverkehrsdienst des Frankfurter Flughafens haben heute gegen Entlassungen protestiert. Im Dezember hatte die WISAG etwa 225 der insgesamt 850 Beschäftigten betriebsbedingt gekündigt. Damit hatte die WISAG sich dagegen entschieden, Kurzarbeit zu nutzen, was noch bis Ende des Jahres möglich gewesen wäre.
Am Tag des Fristablaufs wollten die WISAG-Beschäftigten nochmals auf ihre Situation aufmerksam machen. Einige von ihnen trafen sich vor dem Gerichtsbriefkasten in Frankfurt, um symbolisch ihre Klagen in Form eines Briefumschlags einzuwerfen. Das war's von mir. Weiter geht's bei Daniel. Dankeschön, Jenny. Hilfe, uns gehen die Helfer aus. Das haben wir, als es mit der Corona-Krise losging, von diversen Einrichtungen gehört, von den Tafeln, auch von der Bahnhofsmission. Denn da engagieren sich Menschen im Ehrenamt und das sind oft Rentner, also Risikogruppe. Aber es gibt auch erbauliche Nachrichten. Inzwischen haben sich bei der Bahnhofsmission Frankfurt eine ganze Reihe junger Leute gemeldet und wir haben zwei bei ihrer freiwilligen Arbeit begleitet. Timo Boretzky und Gerd Pardoschik auf dem Weg zum Gleis. Die beiden betreuen Menschen mit Behinderung, die hier ankommen und ermöglichen ihnen sicheres Umsteigen. Die Umstiegshilfe ist eines von vielen Angeboten der Bahnhofsmission. Das ist ein tägliches Geschäft. Wir haben auch viele Stammgäste bei uns, die täglich fahren, die wir auch täglich von Zug zu Zug bringen. Corona hat die Arbeit in der Bahnhofsmission verändert. Eine große Herausforderung für Carsten Baumann und sein Team. Denn seit dem Lockdown wird die 240 Quadratmeter große Anlaufstelle regelrecht überlaufen. Dem Diakon ist es dennoch wichtig, dass Bedürftige hier einen Ort zum Verweilen und Relaxen haben. Das Corona-Jahr hat uns natürlich entsprechend viele Menschen beschert. Und dann war natürlich auch die Einrichtung entsprechend dreckig und schmuddelig geworden. Dann ist es für uns ein Selbstverständnis zu sagen, wir richten es wieder her, damit auch Menschen wieder gerne hier reinkommen, sich auch wohlfühlen. Im neu konzipierten Raum der Stille können sich Bedürftige zum Gebet oder einfach nur zum Verweilen zurückziehen. Für Frauen wurde ein eigener Bereich geschaffen, abgekapselt von denen der Männer. Das soll zusätzliche Spannungen vermeiden. Denn Probleme wie Wohnungsnot, Altersarmut oder Einsamkeit haben durch Corona drastisch zugenommen. Ich habe meine Wohnung verloren und bin froh, dass ich hier mich tagsüber mal aufhalten kann im Warmen. Und die Mission ist sehr großzügig auch geworden. Ich kann hier Getränke zu mir nehmen und auch Speisen. Den Menschen Würde geben, ein großes Ziel der von Caritas und Diakonie betriebenen Bahnhofsmission. Dazu gehört auch die Körperpflege. Was für viele Menschen selbstverständlich ist, frische Kleidung und eine warme Dusche, ermöglichen die Helfer hier 15 Bedürftigen am Tag. Angewiesen sind sie dabei auf Spenden und das nicht nur im Dezember. Ich würde die Leute immer gerne animieren dazu, dass das eine Not ist, die irgendwie ganzjährig ja stattfindet. Ja? Also eine Unterhose brauche ich auch im März und die brauche ich im Juni und die brauche ich auch im August. Aber das Spendenherz ist halt in diesem Monat besonders offen und das beschert uns natürlich Unmengen von Spenden. Wir nehmen die auch gerne und was wir hier nicht verbrauchen können, geben wir an andere Einrichtungen weiter. Wir sind unheimlich gut vernetzt mit Caritas und Diakonie. Aber nicht nur Spenden trudeln ein. Auch Helfer wie Gerd Bartuschik melden sich. Der Flugbegleiter nutzt die Kurzarbeit, um Bedürftigen zu helfen und hat dadurch einen ganz anderen Blick auf die Bahnhofsmission. Es ist viel umfangreicher, viel vielfältiger, was hier an Schicksalen täglich ankommt und die Probleme, die auftauchen und die wir uns als, ich sag mal, Normalbürger gar nicht vorstellen können. Die Bahnhofsmission ist und bleibt Zufluchtsort für viele und das nicht nur wegen der Corona-Krise. 60 Jahre alt ist die Hessenschau geworden und wir schauen uns heute mal an, worüber wir im vergangenen Jahrzehnt so berichtet haben. Hallo und herzlich willkommen bei der Hessenschau am Sonntag. Unsere Themen. Ja, in Frankfurt wird der Uniturm spektakulär gesprengt. Denkwürdiger Moment für viele Ex-Studenten, auch für mich. Die Queen ist zu Besuch und am Römer jubeln ihr tausende Fans zu. Als die Europäische Zentralbank eröffnet wird, gerät die Blockupy-Demo in Frankfurt zu einem Gewaltexzess. Friedlich dagegen gründen überzeugte Europäerinnen und Europäer in der Main-Metropole die Initiative Pulse of Europe. Und dann passiert noch etwas, das aus dem vergangenen Jahrzehnt bis heute nachwirkt, die rechtsextremen Morde des NSU. Unter den Opfern ist der Blumenhändler Enver Şimşek aus Schlüchtern, erschossen im Jahr 2000. 6 Jahre später wird der Kasseler Internetbetreiber Halit Yozgat ermordet. Wir haben uns die Bilder von damals mit einer Frau angeschaut, die aus ihrer Erfahrung in Hanau weiß, was solche Taten für Angehörige bedeuten. Imagine there's no country.
It isn't hard to do. Imagine, stell dir vor. Nicht nur John Lennons Lied sorgte für Gänsehaut. Denken an die 10 Neonazi-Opfer, auch aus Hessen. Für die Ermordeten werden symbolisch Kerzen auf die Bühne gebracht. Der Festakt berührt. Die Bundeskanzlerin verspricht lückenlose Aufklärung und sagt, die Morde seien ein Anschlag auf alle gewesen. Eine Schande für unser Land. Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders beklemmend. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung. Es ist immer wieder dieser Versuch zu sagen, die Gesamtgesellschaft ist davon betroffen, alle sind damit angegriffen. Und es ist schon so, dass es Verharmlosung ist. Weil wenn man das ernst nimmt, dann muss man das ganz klar beim Namen benennen. Menschen, die ermordet werden, werden ermordet, weil die Nazis und die Rassisten eine gewisse Weltbild haben, die ihre Opfer als nicht dazugehörig macht. Sie gehören nicht dazu, sie gehören nicht hierher, sie gehören ermordet. Nevras Duhmann kennt die Hessenschaubilder, kennt die Opfer des rassistischen Terrors des NSU und auch die Mordopfer in Hanau. Sie betreut dort die Hinterbliebenen, traumatisierte Freunde, Familien, arbeitet mit ihnen. Er war das erste Opfer der rechtsradikalen Terrorgruppe NSU. Ermordet wurde er an einem Blumenstand in Nürnberg. 4 Jahre später wurde in einem Internetcafé in Kassel Halit Yozgat umgebracht. 2 Männer aus Hessen. Andreas T. ist eine der umstrittensten Personen in den Ermittlungen zur rechten Terrorgruppe NSU. T. ist ehemaliger Verfassungsschütze aus Hessen, war zeitnah am Tatort, als Halit Yozgat in diesem Internetcafé in Kassel kaltblütig erschossen wurde. Zwischenzeitlich galt er als tatverdächtig, wurde später entlastet. Trotzdem gibt es noch immer viele offene Fragen. Ich meine, das ist aus dem gesamten NSU ist klar geworden. Das sagen wir nicht nur als Einzelperson, sondern alle Experten sagen, das Frühwarnsystem hat nicht funktioniert, sondern ganz im Gegenteil. Kassel, 6. April 2006. Was an diesem Nachmittag in dem Internetcafé von Halit Yozgat geschah, versucht die Staatsanwaltschaft in diesem vertraulichen Bericht zu rekonstruieren. T. will nichts von der Tat mitbekommen haben. Der damalige Ermittlungsleiter Gerald Hoffmann hat da bis heute seine Zweifel. Nach seiner Überzeugung hätte Andreas T. die Schüsse hören und die Leiche mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen müssen. Vieles macht die Fahnder damals stutzig. Sie finden bei Andreas T. Waffen, Munition, Drogen. Und Andreas T. telefonierte zeitnah zu mehreren Morden, die man mittlerweile der NSU zuordnet, mit einem V-Mann aus der Neonazi-Szene. Dennoch wird das Ermittlungsverfahren gegen Andreas T. im Jahr 2007 eingestellt. Die Ermittlungen zur Mordserie führt nun der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Mit Verweis darauf hält sich Innenminister Rhein mit Informationen zum Fall Yozgat zurück. Die Abgeordneten im Landtag erfahren vieles erst nach und nach. Hier wollte man offensichtlich nicht, dass bestimmte Informationen in die parlamentarischen Gremien kommen. Und das ist ein Skandal. Verschleiern, vertuschen. Die Vorwürfe gegen die Innenminister von damals und heute sind heftig. Wollen Volker Bouffier und Boris Rhein Ermittlungspannen decken? Wie verlässlich schützt der Verfassungsschutz vor Rechtsextremen? Hessen, Paradebeispiel des Versagens. Das ist ein Signal, dass nicht aufklären, nicht verfolgen und nicht alle Täter, also wir wissen bis heute nicht, wer war in Kassel alles mit beteiligt. Die Spitzeln, Verfassungsschutzleute, wer war alles in Kassel beteiligt? Wer hat diesen Ort ausgesucht? Ganz bestimmt nicht das Trio. Für Duhmann wesentlich, die Betroffenen von Alltagsrassismus seien anzuhören. Sie seien die wahren Expertinnen und Experten, von denen man lernen und Informationen bekommen kann. Auch Semija Simcek aus Schlüchtern hält eine bewegende Rede. Sie ist die Tochter des ersten Opfers der Mordserie, ein Blumenhändler. Nach der Ermordung ihres Vaters Enver Simcek im September 2000 lastet großer Druck auf der Familie. Drogenmilieu, Mafia, ein Jahrzehnt unter falschem Verdacht der Polizei. Können Sie ahnen, wie das ist? Fragt sie. Ich habe meinen Vater verloren, wir haben unsere Familienangehörigen verloren. Lasst uns verhindern, dass das auch anderen Familien passiert. Es ist so wichtig, sich nicht auf die Täter zu konzentrieren, sondern auch auf Betroffene, deren Stimmen,
die Namen der Opfer des NSU und andere müssen bekannt, müssen gelernt werden in diesem Land. Gelehrt und gelernt werden. Weil das gehört zu der Geschichte. Das gehört zu der Geschichte des Landes. Deshalb sage ich, das Bildungssystem ist so relevant, so wichtig, so immens wichtig, sich mit Themen auseinanderzusetzen und die Vielfalt anzuerkennen. Ja. Darum geht es mir. Nicht zu sagen, Integration dies und jenes. Nein, Vielfalt anzuerkennen und nicht das Gefühl von vornherein zu schaffen, wir und die anderen. Und schon ploppt der nächste Termin bei Nevros Duman auf. Die Gesellschaft der vielen zu realisieren, harte Arbeit für die Kämpferin gegen Rassismus. Corona ist ja eine gigantische Bremse. Es verlangsamt und erschwert so vieles und manches bringt es ja fast ganz zum Stillstand, wie die Kulturbranche. Wie Menschen aus diesem Bereich die Zeit bisher erlebt haben, das berichten sie uns in unserer neuen Serie. Heute lernen wir Kulturmanager Peter Zypris kennen. Der wollte in Kassel eine eigene Bühne eröffnen, ausgerechnet im April 2020. Wir haben keinerlei Einnahmen gehabt in diesem ganzen Zeitraum. Jetzt sind auch nicht in Förderprogramme gekommen, weil wir zu spät eröffnet haben. Obwohl vor Corona wurde es aber so nicht anerkannt. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir wollten das natürlich anders gestalten, als es jetzt durch Corona dann überhaupt möglich war. Es bleibt nichts anderes, als zu sagen, wir müssen durchhalten. Wir sind ein ganz eigenständiger Kulturverein. Wir werden uns die Leute suchen, die auf der Bühne stattfinden. Ob das jetzt Lesungen sind, ob das jetzt Musik ist in allen möglichen Variationen. Klassisch oder Schlager oder, ne? Also wir wollten diese Bühne präsentieren als eine, die nutzbar ist für die Bürger. Und dann haben wir zusammen gesessen und dann kamen wir darauf, naja, wäre ja schön, in dem Namen schon gleich einen Hinweis zu geben darauf, wo das ist. Und da wir ja in der Goethestraße sind, ne, bietet sich Goethe an. Und Postamt, ganz einfach, weil es mal ein Postamt gewesen ist nach dem Krieg. Und das D hinten dran, das große, das haben wir dazu gemacht, damit wir mit der Deutschen Post keine Probleme haben, dass nicht jemand zum Beispiel auch das googelt und dann mit 10 Paketen vor der Türe steht und die hier abgeben will. Wir haben, nachdem wir hinreichend oft hier vorbeigefahren sind und uns das angeschaut haben, im November 2019 den Vertrag unterschrieben zum 1. März 2020 und wollten am 2. April eigentlich eine doch ja bisschen feierliche Eröffnung gestalten, was natürlich jetzt bekanntermaßen alles hinreichend ausgefallen ist. Hallo! Darf ich mich vorstellen? Ich bin Simsaladim, also mit Vornamen Simsala und mit Nachnamen Dim. Wir haben dann angefangen, Nischen zu suchen. Wir hatten 3 kleine Vorstellungen hier mit ganz reduziertem Publikum. Wir hatten die virtuelle Bühne hier, die gestreamt haben. Wir hatten Proben vom Brüder-Grimm-Festival hier. Wir hatten Proben von der Lichtenberg-Schule hier und verschiedene andere Sachen. Es ist natürlich schwierig, einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten über so einen langen Zeitraum. Nicht wissend, wie lange der noch gehen wird. Also wir haben ja jetzt die Prognosen, dass wir vielleicht irgendwann in Richtung Sommer plus minus die Möglichkeit bekommen, wieder in eine gewisse Normalität überzugreifen. Aber es ist schon schwierig, das aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise sind wir durch die Gemeinnützigkeit und durch die Unterstützung, die wir durch einen Förderverein bekommen, finanziell unabhängig. Ich wünsche mir für nächstes Jahr am liebsten natürlich wieder ungehemmte Zuschauermengen hier begrüßen oder überhaupt erst einmal. Und ja, was soll ich sagen? Volles Haus, volle Bühne, lustige Menschen und Kurzweil. Ja, mal schauen, wann das alles wieder geht. Was mancherorts auch anders läuft in diesem Jahr, ist die Sache mit dem Weihnachtsbaum. Von dem heißt es ja irgendwann Abschied nehmen. Aber mit dem Entschluss ist es noch nicht getan. Irgendeiner muss ihn ja dann auch noch holen, auch in diesen Zeiten. Viele Wochen hat er unsere Wohnzimmer und Innenstädte geschmückt. Der Weihnachtsbaum. Jetzt hat er ausgedient.
In Gudensberg holt ihn sonst die Jugendfeuerwehr, wie in vielen hessischen Gemeinden. In diesem Jahr wegen der Ansteckungsgefahr für die jungen Retter abgesagt. Und das hat Folgen. Ja, zum einen verlassen sich normalerweise die Bürgerinnen und Bürger von Gudensberg auf uns, dass die Bäume halt abgeholt werden. Und zum anderen ist es so, dass die Jugendfeuerwehr auch die Spenden einsammelt und somit gemeinsame Fahrten wie Zeltlager organisiert oder mal Materialanschaffungen damit getätigt werden. Ein vierstelliger Betrag ist so jedes Jahr in Gudensberg zusammengekommen. Zwar dürfen die Leute trotzdem spenden, aber es dürfte deutlich weniger werden. Doch die Gesundheit geht vor. Die Einsatzabteilung hilft ja auch mit bei der Jugendfeuerwehr. Und wenn dort ein positiver Fall wäre, wäre auf einmal die Einsatzabteilung nicht mehr für Einsätze bereit. Und das wäre ziemlich schlecht. So wie vor 2 Jahren im Odenwald sind auch die Gudensberger von Haushalt zu Haushalt gefahren, haben an den Türen Spenden gesammelt. Die Tour zum Jahresanfang, sie wird überall fehlen. Es ist halt eine langjährige Tradition und ja, dass das jetzt in einem Jahr nicht fortgeführt werden kann, in dem Maße, wie es sonst immer war, ist natürlich sehr schade. In Gudensberg holen jetzt Landwirte die Bäume ab. In anderen Kommunen wie in Bebra gibt es zentrale Sammelplätze. Deshalb sammeln wir zentral jetzt hier auf unserem Herzogplatz alle Bäume ein. Freiwilliger Basis. Die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger können ihre Bäume hier hinbringen, reinwerfen und wir werden dann ab nächster Woche über den städtischen Bauhof dann entsorgen, fachgerecht. Und das nehmen viele in Bebra in Anspruch. Auch hier hätte sonst die Jugendfeuerwehr die ausgedehnten Bäume abgeholt. Ja, für die Kinder schon schade, weil es war ja wie eine Tradition immer. Und das haben wir auch immer gerne gemacht, die Kinder. Na, vielleicht wird nichts ja besser. Ich meine, davon lebt die Jugendfeuerwehr das ganze Jahr. Ja. Wir machen natürlich auch selbstverständlich eine Spende, ist klar. Vielleicht denken viele Baumbesitzer dieses Jahr genauso und spenden trotzdem für die sonst immer hilfsbereiten Nachwuchsretter in ganz Hessen. Ich habe gerade ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich hatte gar keinen Baum, hätte dadurch auch gar nicht spenden können an die Feuerwehr. Wir haben einfach nur so eine Lichterkette um so einen Strauch, der da eben Wohnzimmer stand, drum gemacht. Kreativ. Nachhaltig, kann man auch sagen. Ne? Wie war es bei dir? Wir haben einen Baum und ich bin Mitglied bei der Feuerwehr. Oh, okay. Also passives, ich muss jetzt nicht ausrücken. Dann sage ich bis morgen. Tschüss. Tschüss.